Herzlich willkommen zu einer Folge Karte Marsch. Wir düngen jetzt Feld 3, das machen wir selber. So, und das kann gedüngt werden, das ist kurz gut so. Ja, ansonsten warten wir auf den nächsten Tag. Naja, also. Dann haben wir hier die Arbeit, na gut. Ja. Also der Fruchtstatus sieht so aus, dass wir sagen können, da muss noch gedüngt werden, aber wie gesagt, das muss immer wachsen. Unsere Felder sind im vollen Wachstum, aber noch nicht, ob die gleich reif werden, das ist die andere Frage, das weiß ich nicht genau. Das ist schon der zweite Tag so. Wie gesagt, das Gras muss noch wachsen. 1, 2, 3, 4 Grasfelder. 5. Also heute Nacht schätze ich mal. Und dann geht das weiter. So, düngen steht an. Machen wir jetzt mal gleich. Das machen wir mal selber, das ist was anderes, ne? Jo. Dann haben wir die Folgen auch bald geschafft, die ich machen wollte, denke ich mal. Könnte natürlich sein, dass noch eine zu wenig ist, das muss man machen hier. Aber gut, das ist noch okay. Guck mal gerade mal ins Armut. Ist schon spät. Hab aber relativ spät Mittag gegessen. Relativ spät. Weil die anderen Sachen wichtiger waren. Ich hatte mal Frühdienst gehabt. Fegen, Fischen. So. Muss auch mal sein, ne? Alle 7 brauchen wir nicht dran. Das ist ja nicht wie direkt, das geht ja. Wenn ihr 7 verteilen im Haus. Das geht. Viel Schlimmeres. Hauptsache das ist Freitag und das ist frei. Nachmittag. Vormittag habe ich gearbeitet. Vormittag habe ich gearbeitet. Und 3 Wochen habe ich Urlaub. Also im Urlaub werde ich 3 oder 4 Tage nicht erreichbar sein. Ich werde zwar die Sache versuchen zu überwachen. Wenn das klappt, ist gut. Wenn nicht, na gut, dann haben wir halt. Also ich möchte auf Kommentare trotzdem irgendwie reagieren können. Deswegen werde ich dann am nächsten Tage den zweiten Rechner fertig machen für mitnehmen. Aber ob es dann ja zu Hause auch klappt, das ist nicht ganz sicher. Also Netz ist zu Hause Katastrophe. Also langsam Internet kann ich dann froh sein. Oder wenn ich LTE habe, dann habe ich vielleicht einen Balken oder vielleicht 2. Das ist ganz schlimm. Also da ist ja Mond mehr Empfang da immer so. Also, eigentlich müsste ich Unkraut wegmachen, aber das, sag mal so, denkt man, das lohnt sich nicht. Also könnte man machen, ne? Also man könnte jetzt noch ein Unkraut vorzunehmen und punktuell, ja, das könnte ich tun. Dann müsste ich mal jetzt hier eine leichte Helfer einstellen und dann den Rest der nachdüngen. Ich habe im Prinzip die vorgewendet gemacht, ne? auf der Marsch kann man ganz gut auch ohne Kurve auskommen, auch ohne Autodrive, ist alles dann nicht notwendig. Aber wenn wir halt die großen Fahrzeuge haben, ne? Sonst ist das verloren, ne? Ist alles eine Frage der Zeit. Wenn man auf 1 spielt, ist im Prinzip ne, letztendlich egal, ne? Dann schaffst du alles. Aber dann kommst du nicht vorwärts, ne? Das merkt man ja auch ein bisschen, ne? Also man seine Erfolge sieht, mal nicht nur finanziell, sondern auch, dass man sieht, ah, das wächst, wir können ernten, die Schweine sind groß, ne? Wir können die ersten Ferkel, wir können die dann bald zum Schlachthof bringen, den wir noch bauen müssen, aber bis dahin ist es auch garantiert soweit. Denn hier, das Maisfeld wird
gut Silage liefern und das werden wir auch schön verarbeiten, denke ich mal, dass wir hinkriegen irgendwie in die BGH rein, entweder mit Autodrive oder mit Crossplay. Irgendwas werden wir schon hinkriegen. Muss ich mal ein bisschen schauen, was der andere gemacht hat. In seinem Territorial muss ich auch lernen, das ist ja so, ne? Alles kann man nicht, ne? Aber wenn man es mal kann. So, der arbeitet. Und jetzt gehen wir mal zum Hof und gucken mal, ob wir da überhaupt so ein Fahrzeug haben. Wo ist der Regen? Der Regen ist weg. Ich glaube, wir haben so ein Fahrzeug gar nicht. Da ist für Benzin oder für Diesel. Da noch ein LKW. Und eine Garage. Schauen wir danach. Da hinten ist nichts, war klar. Aber ich habe aber ein mal wie weggerissen gehabt. Aber das ist kein Problem, da kann man ja wieder aufschneiden. Das ist nicht ein Problem. So. Das können wir ja ganz schnell machen. So, dann nehmen wir uns so ein Fahrzeug und nehmen wir gleich einen großen. Nicht kleckern und was Großes nehmen. Aber die großen sind ziemlich teuer, ne? Erstmal brauchen wir ein bisschen Geld, das kommt mir so nicht aus. Oh, ein Traktor. Traktor haben wir schon, ne? Ein Traktor mit Pflegereifen brauchen wir. Der ist der nicht. Wir könnten das mal umrüsten. Wo sind die alle? Einer macht Dünger. Der andere im anderen Feld macht Dünger. Zwei. Oh. Drei. Zwei sind da hinten. Welche Steuer hätten wir hier? Sogar zwei. Wo haben sie sich alle versteckt? So. Entschuldigung. Da müssen wir hier mal gucken hier. Einen haben wir hier. Pflegebereifung. Haben wir jetzt im Händler erhoben und eine Giftspritze. Wir haben schon lange warten müssen, dass wir nicht so extrem. Kann natürlich sein, dass wir Pech haben, dass wir das nicht alle schaffen. Aber punktuell, wenn wir das hinkriegen, also das sind Maße jedenfalls. Weil den großen Fahrzeug wollte ich nicht kaufen, das ist ein bisschen zu teuer. Und die 400.000 wollte ich nicht ausgeben. Aber so ein bisschen kann man schon machen, ne? Striegel haben wir verpasst, hätten wir früher machen können. Aber gut. Nur warten, bis er ankommt. Der Weg ist weit. Mit 53 km/h. Brauchen wir mal einen Transporter hier. Ja, dafür auch noch was hier. Direkt Helfer einstellen, ne? Damit man sagen kann, du gehst jetzt auf Feld Nummer 20 und machst das und das fertig. Also wäre eine Option, ne? Aber ob das hier machbar ist im Simulator oder gewollt? Mein Kursplay ist ja schon gewagt, Anführungszeichen. Aber der Helfer ist ja an sich ja auch schon vom Giants Prinzip Grunde nichts mit Simulator zu tun. Aber du musst in der Landwirtschaft halt gewisse Arbeit musst du machen lassen können, sonst hast du irgendwo bist du irgendwo am Ende deiner Leistungsfähigkeit, ne? Du kannst nicht so ein Unternehmen allein führen, das ist theoretisch nicht machbar. Gut, 7-8 Felder bestellen und ernten, ja sicherlich, aber wenn du genau nimmst, muss die Tiere ja normalerweise früh und abends versorgt werden, ne? Und auch die Kühe und die gemolken werden auch in Roboter und so, aber trotzdem muss das überwacht werden, also du kannst das nicht komplett ohne Aufsicht machen, ne? Also jetzt wollte er zum Händler. Das funktioniert glaube ich nicht, also wenn da Havarie ist und du musst gerade ernten, das funktioniert nicht, das geht nicht.
wenn die Milch nicht gemolken, also Kühe nicht gemacht werden mit der Milch, dann kriegen die eine dicke Euterentzündung, dann ist das hier ja, futsch, kann man sagen, ne? dann ist das wieder raus. Ist keine Milch da, ne? So. Brauchen wir noch eine diverse, brauchen wir nicht. Da haben wir noch Pflanzenschutz, was haben wir alles da? Viele Sachen, Kuhn. 36 Meter. Man kann auch einen vorhängen. Der kleine ist nicht schlecht, weil der ist wendig und das ist hock. Das ist die Beregnung. Ja, das finde ich mal so total. Naja, gut. Aber man kann auch Kuhn, Mod, was hat der anders? 36, 12 km/h. Das ist genau das gleiche, warum ist das auch drin? Der kostet 30.000. Der kostet 30.000. Ach, man kann bestimmt die Farbe ändern. Ach so. Ja. Ab dann auch Paletten. Standard. Ja. Dann ist es immer. Ja, gut, okay. Kann man machen, okay. Schwarz und rot. Oder blau. Kaufen wir mal, reicht ja. Wir wollen ja nur punktuell was machen. Hat er vorne ein Gewicht dran? Ne, dann kaufen wir vorne was zu. Ja, das wollte ich rausnehmen normalerweise. So. Hauptfarbe. Nee, rot. Das wegen dem Gewicht. Sonst würde er, wenn er hinten voll ist, total Probleme kriegen. Nee, wir werden unser Ding aufstellen auf dem Hof. Gut, dann ist es einfach so ein Mod, wo man sagen kann, aha, gleiche Maße, gleichen Inhalt, ist ja an sich richtig, man kann nur noch die Farbe ändern. Was im Original ja nicht geht, ne? Das ist rot, das ist schon mal was Feines. Gut, kann man haben, muss man nicht. So, wollen wir noch Dings aufstellen und gelbes Teil. Wenn man da anstellen, wird nicht stört. Wird am besten neben dem Grün. Hallen diverses. Das gelbe Teil. Wo ist das gelbe Teil? So. Das habe ich auch mal neulich gehört. Mit Leertaste und du bist da, wo du standest. Das finde ich gut. Das können wir drehen aus Prinzip, aber muss nicht unbedingt. Das würde auch ohne gehen, ohne drehen. Aber die Flucht hat ungefähr stimmen, obwohl die Flucht vor allem auch nicht stimmt. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn man weiter weg machen würde, ne? Weil dann hast du durch Zufall doch den anderen drin, dann hast du doch Dünger. So, verkaufen wir den anderen gleich wieder.
So, verkaufen wir. Das Schöne mit Wasser hat geklappt und jetzt könnte man theoretisch sagen, ah, Wasser macht kein Problem mehr. Jetzt hat er einen Account. Ach so. Na gut. Sonst hätten wir ein Problem. Ja, Problem nicht, aber. Ich hätte keine Lust dazu, da wieder extra Mal zu kaufen mehr. Also. Ja, so, dann haben wir es fertig, angeblich. Schauen wir mal gleich. Das stimmt. Natürlich nicht. Also ist halt das Problem, dass ein KI-Helfer, wieso das Unkraut jetzt gerade so komisch wächst, verstehe ich nicht. Normalerweise hätte ich schon voll auskreisen müssen. Oder es kommt punktuell wieder neu. Das kann natürlich sein. So. Embryo, genau. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Keine Ahnung. Ja, mal stehen. Und eh nochmal gedüngt werden. So. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Füße in den Winkel. Ja, ciao. Ich hoffe natürlich, dass wir uns wiedersehen. Ich denke mal zur nächsten Folge oder übernächste Folge, je nachdem, wie ihr Zeit habt. Dann seid mal tschüss.